Die Videoprojektionen bei Macbeth haben total viel zu tun mit dem Zustand, in dem sich die Hauptfigur befindet. Von Anfang an, nicht erst am Ende des Stückes, wenn die Wälder sich bewegen, sondern von Anfang an ist die Wahrnehmung, ist das psychische Erleben von der Person total bestimmt von einem Druck, von dem Krieg und auch von einem Wahn, der sich dann immer weiter steigert. Die Realität beginnt sich aufzulösen. Und das ist genau das, wo ich ansetze mit den Videos. Von Anfang an ist es so, dass wir viele unscharfe Bilder im Hintergrund haben. Wir versuchen, den Rundhorizont aufzulösen. Wir versuchen, den Raum, den Boden oder die Wand unter den Füßen wegzuziehen. Das heißt, von Anfang an arbeite ich viel mit Nebel, mit unscharfen Sequenzen, unscharfen Wäldern und so weiter und so fort und stelle damit eigentlich den inneren Zustand von Macbeth von Anfang an dar. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir mit kleinen Elementen arbeiten, wie zum Beispiel den Figuren, die im Stück auftauchen, die groß auf der Leinwand erscheinen. Auf der anderen Seite, und das ist der Gegenpol zu diesem Ganzen, zu dieser Nebelebene und zu dem diffusen Auflösen des Raumes, der Gegenpol dazu ist, dass wir immer wieder Augenmotive haben. Die sind nicht wahnsinnig gut wahrnehmbar, aber sie sind da. Wir haben manchmal Tieraugen, wir haben Menschenaugen, wir haben Gesichter, die auftauchen. Das heißt, auf der einen Seite geht es bei meinen Videoprojektionen für das Stück um eine Auflösung des Raumes und auf der anderen Seite geht es um ein Blicken, auf etwas blicken und betrachtet werden. So ein ganz komisches, ne? Man versucht immer näher ranzugehen, um das konkreter zu sehen und dabei löst es sich immer mehr auf. Das Besondere an Videoprojektionen am Theater ist, dass es nicht eine einfache Projektionsfläche gibt wie im Kino, eine einfache Leinwand, sondern es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, im Optimalfall verschiedene Möglichkeiten. Teile der Bühne werden auf einmal zu Projektionsflächen, auf die man projizieren kann. Die technische Seite, die klären wir sehr, sehr früh im Vorfeld. Wie viele Beamer, gibt es Live-Kameras auf der Bühne und so weiter und so fort. Und natürlich findet eine intensive Auseinandersetzung mit der Regie statt, was an Videoeinsätzen passieren könnte und in welche Richtung die Videos gehen. Das hat oft mit Referenzen zu tun, zu anderen Filmen oder Musikvideos, Bildern aus der Kunst und so weiter und so fort. Und so gibt es im Vorfeld von der Produktion immer so ein ungefähres Bild, was passieren könnte. Das ist aber erstmal relativ unscharf. Und wirklich scharf wird das Bild erst langsam, Stück für Stück, wenn die Proben beginnen. Bei Macbeth habe ich mit meinem Kollegen Jonas Dahl gearbeitet. Wir sind schon ein lang erfahrenes Team und haben schon viele Projekte zusammen gemacht und haben diese wahnsinnig intensive Bespielung des Theaterraumes mit Video wirklich damit gemeinsamen Kräften stemmen können. Die Vorbereitungen laufen vor allem am Ende auf Hochtouren. Das Besondere ist, dass meine Arbeit mit der Premiere des Stückes endet. Das heißt, ich übergebe die Videos und die programmierte Show, wenn man so sagen möchte, den Mitarbeitern des Hauses, der Videoabteilung hier vom Staatsschauspiel, die dann die Vorstellung betreuen. Es ist ein sehr komplexes Stück, sodass da eine super intensive Zusammenarbeit stattfindet.